Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil Zero. Mit Cowgirl Chambers und Billy Boy Yakuza Bösewicht sind wir heute wieder mitten im Spiel. So, ich habe ja gesagt, bevor wir weiterspielen, lesen wir diese Notiz, die hier noch... Ach du Scheiße, ey. Oh. Kopfkino, Alter. Oh nein. Was ist das denn, ey? Ü60 sexy Bilder, oder was? Sexy Sportclips Ü60. Info zu Batteriesäure. Batteriesäure. Diese Flüssigkeit ist eine verdünnte Lösung aus Wasser und Schwefelsäure. Beide müssen von hoher Reinheit sein. Im aufgeladenen Zustand muss die Batteriesäure eine Schwere von 1,280 bla und 0,010 bei 20 Grad Celsius haben. Reinheit der Batteriesäure. Achten Sie darauf, dass die verdünnte Schwefelsäure rein genug ist. Okay. Das heißt, wir müssen wohl irgendwas mit einer Batterie machen, früher oder später. Billy hat übrigens wieder Bauchschmerzen, aber warum? Ja, hier, nimm das doch mal, dann geht's dir auch wieder besser. Granatenwerfer, die legen wir mal eben ab. Kombinieren. So, und dann geht's auch schon direkt weiter. Ja, wenn euch das ganze Let's Play gefällt, ich weiß ja nicht, es kann ja sein, dass ihr nicht auf Resident Evil Zero steht, das werde ich aber auch erst im Nachhinein sehen und merken, weil die letzten paar Let's Plays habe ich tatsächlich immer geschafft, voraufzunehmen. Das heißt, alle Kommentare, die ihr schreibt, auf die kann ich eigentlich gar nicht eingehen. Ich kann sie natürlich beantworten, aber ich kann nicht drauf eingehen, weil ich diese Folgen halt schon weit im Voraus aufnehme. Weil ich jetzt halt wegen Arbeit und bla 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 muss ich immer gucken, dass ich das am Wochenende schnell immer aufnehme und so. Aber das soll wohl nicht schlimm sein. Weil ich krieg immer öfters Nachrichten, du hättest ja da und hättest ja hier. Ich weiß. Meistens merke ich das dann auch, entweder wenn ich spiele oder ich merke es überhaupt nicht. Oder ich merke es dann, wenn ich die Folge schneide, dann sehe ich dann, oh fuck, da habe ich ein Item übersehen. Bla 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 bla, ne? Das kommt dann halt immer so, wie es kommt. Ja, wenn ich jetzt jeden Tag eine Folge aufnehmen würde, die dann bearbeiten muss und bla bla, weil das Bearbeiten der Folge dauert immer richtig, richtig lange. Das ist somit der längste Zeitaufwand, den man haben kann. Wenn man Folgen rendert. Schieß, Rebecca! Oh, Kopf ab! Das war sexy. Also Folgen rendern und bearbeiten dauert meistens immer am längsten. So, hier ist noch ein Fahrstuhl. Das ist doch Stuhl! Da fehlt wieder irgendwas, das sehe ich doch jetzt schon. Hier ist eine Tür, wo sind wir denn jetzt gerade überhaupt hergekommen? Ach, von da. Ja, dann müssen wir den Fahrstuhl... Moment mal. Hä? Warum ist denn die Tür da oben so... Da sind wir doch hergekommen, warum wird das nicht angezeigt? Oder ist das der linke Bereich? Ich bin gerade durcheinander, ist ja auch egal. So, wir gehen jetzt hier hoch. Komm, Rebecca. So, wo sind wir denn hier schon wieder? Da ist eine Tür. Holy crap. Komm, nein. Oh, kombinieren. Ausrüsten. Oh, das wird richtig kacke. Billy, bist du überhaupt aktiv? Ja. Oh. Und er hält mir seinen blanken Arsch ins Gesicht. Jawohl. Wir haben ihn besiegt.
Und wir haben nur einmal einen abbekommen. Das geht doch eigentlich, oder? Finde ich jetzt auch gut. Da ist ein Knopf drücken, ja. Was passiert, weiß ich nicht, aber ist ja auch wurscht. So, da kommt eine Leiter runter. Und sonst gibt's hier gar... Doch, da ist noch eine Tür. Aber warte mal. Wenn wir jetzt hier hochklettern, wo kommen wir denn da hin? Okay, das ist wieder nur ein so ein Bereich, ne? Dann gehen wir da mal eben alleine hoch. Kombinieren. Du wartest mal eben hier, Billy. I'll go. Ja. Ja. Kletter da mal eben hoch. Klock, 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 klock. So, was jibbet denn hier? Aha, was ist das denn hier? Eine Systemplantine. Okay. Und sonst gar nichts? Okay, ansonsten gibt's hier gar nichts. Na dann klettern wir wieder runter. Follow me. Okay. Follow me. Da liegst du, ne? Ich hoffe, der bleibt jetzt auch tot. Oh, nicht, dass der schon wieder aufsteht, ey. So, Fahrstuhl. Hier war die Tür, aber ich glaube, die Plantine müssen wir da einsetzen, wo wir eben vorbeigelaufen sind. Oh, mir juckt schon wieder die Plätze, ey. So, gucken wir mal. Ich glaube, hier kommt die rein, ne? Nein. Oh, ich komme mit der Steuerung einfach nicht klar. So. Die Gondel erhält wieder Strom. Okay. Eine kleine Gondel. Rebecca würde sicher hineinpassen. In die Gondel steigen. Oh, nein. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Obwohl. Wir haben 3 Schuss für den... Ja, ich könnte. Aber was passiert denn dann, wenn ich denn da reinsteige? Wo fährt die denn hin? Das weiß auch kein Mensch, ne? Rebecca, du steigst dann mal da ein, ne? Was dann passiert, kann ich dir nicht sagen, aber du steigst da ein. Ja, wir haben ja wohl keine andere Wahl, außer da reinzusteigen, ne? Aber ich finde, Billy ist jetzt auch nicht unbedingt viel größer als Rebecca. Tschüss! Oh, wo sind wir denn? Das schreit doch wieder nach irgendeiner Notiz hier, dieser Raum. Jetzt muss ich gerade mal eben gucken, was geht hier denn überhaupt ab? Aha, ist das ein Shortcut, maybe? Scheint so, als wären wir auf diesem Stockwerk schon gewesen. Treppe ist hin, wir müssen einen anderen Weg finden. Wer ist denn wir? Ja. Es hat sich irgendein Weg geöffnet, aber nicht der hier, ne? Nein. Lass mich in Ruhe. Alter! Hilfe! Okay, es ist tot. Es ist tot, es ist tot, es ist tot. Kombinieren. Und wir sind schon wieder auf Warnung. Nein!
Oh, was haben wir denn hier? Industriewasser. Das müssen wir bestimmt reinigen. Chemikalie ins Mischset geben? Ja. Okay. Ach, wir haben jetzt Schwefelsäure. Aber das Industriewasser ist doch never rein, oder? Unreinheiten wurden entfernt? Ah, können wir das jetzt... Moment. Oh, Mensch. Verdünnte Lösung aus Schwefelsäure eignet sich als Batteriesäure. Geil. Okay, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Batterie. Aber woher? Die Frage ist jetzt auch... Warte, wir sind hier durchgekommen, ne? Jetzt muss ich gerade mal eben gucken. Die Tür ist zu, die können wir wahrscheinlich aufmachen. Denke ich mal. Aha. Tür wurde aufgeschlossen. Wo genau das jetzt hinführt, weiß ich nicht. Ich gehe erstmal nach unten. Wird wahrscheinlich wieder irgendein Shortcut sein. Holy crap. Da oben ist eine Batterie. Ah, wie kommen wir da dran? Okay, wir sollen die Tür hinter uns verschließen. Wie komme ich denn da oben dran? Oben auf dem Regal steht etwas. Alleine kommen sie da nicht dran. Ja, wo ist denn dann Billy, der Drecksack? Und wo geht's hier hin? Die Tür ist auch zu. Vielleicht können wir die öffnen. Natürlich nicht. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ah, warte mal, warte mal. Dann können wir ja jetzt eigentlich... mit Billy... Das müsste theoretisch gehen. So, warte mal. Wir müssen hier den Fahrstuhl benutzen. Der fährt ja nach unten. Und dann könnten wir doch theoretisch... hierdurch. Wenn die von der anderen Seite verschlossen ist, müssten wir die ja jetzt eigentlich öffnen können. Eigentlich. Zwei grüne Kräuter. Die nehmen wir mit. Kann Rebecca gleich mischen? Nein! Ah! Lauf! Billy! Lässt du los? Bist du verrückt oder was? Oh! Mein Herz! Ich dachte, der frisst uns jetzt auf und ich hätte alles nochmal machen können. Drecksackfrosch. Oh, die können wir wieder nicht mitnehmen. Super. Warte mal, was ist denn hier? Hier kommen wir eh noch nicht wirklich weiter, ne? Da gehen wir gleich zu zweit hin. So, erstmal hier die Tür aufschließen. Dann können wir uns die Batterie mitnehmen. Wo brauchten wir die denn nochmal? Für den Gabelstapler, meine ich, ne? Leere Batterie mitnehmen. Mein Gott, schieß sie platt. Schieß einfach drauf. Hä, warum treffe ich denn nicht mit der Schrotflinte? Come on. So, kombinieren hiermit. Jetzt ist die Batterie voll. Jetzt müssen wir gerade mal eben überlegen. Ich lege mal kurz so ein paar Dinge ab. Ablegen.
Austauschen. Austauschen. Kombinieren. Nein, kombinieren. Warnung. Ja, komm, das verwenden wir dann jetzt einfach. Dann nimm du von mir aus die Batterie und hier das... Was war das nochmal? Irgendwas lag hier doch noch. Ich habe doch zwei Sachen abgelegt. Genau. Granatenmunition. So, einmal austauschen. So, alles. Batterie hast du. Nein. Karte wollte ich gucken. Karte. So, da unten kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Fehlt bestimmt ein Schlüssel oder sowas. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch erstmal wieder zurückgehen, ne? Denke ich mal. Wir gucken mal, vielleicht geht die Tür ja doch auf. Ich weiß es nicht genau, aber ich bezweifle es. Aber ist ja auch gar nicht schlecht, wenn wir die Zombies da schon mal wegballern. Bin ich jetzt richtig oder bin ich falsch? Ich bin natürlich falsch, glaube ich. Ist ja auch egal jetzt. So, jetzt müssen wir gerade eben mal überlegen. Wir müssen jetzt die Tür hier benutzen. Komplett zurücklaufen, also. Aber hier liegen doch noch so viele schöne Dinge rum. Die will ich eigentlich gar nicht hier lassen. Ich müsste jetzt auch wirklich hart überlegen, wo das war mit dem Gabelstapler. Das war das hier. Wenn ich da jetzt durchgehe, komme ich hier hin? War das da vielleicht schon? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe den in Erinnerung, dieses Bild. Das war einer der ersten Räume. Das ist doch schon hier, ne? Ja, ja, ja. Warum brauche ich das jetzt nicht? Natürlich brauche ich das. Was für ein Schwachsinn. Gabelstapler steht einsatzbereit. Auf so, hä? Nee. Ist ja noch keiner drauf. Irgendeine Karte ist da. So. Ja, dann können wir jetzt wieder den kompletten Weg zurücklatschen. Okay. Follow me. Okay. Ja, dann komm da runter, du Pimmel. Das kann ja dann nur für die Tür da unten sein. Alles andere ist ja frei. Ich hoffe, Billy kommt jetzt auch mit und bleibt nicht da oben auf dem Gabelstapler stehen. Wir haben nämlich gesagt, komm mit. Er ist aber wieder mit dabei, das ist gut. So, ja, jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Nee, war das... Oh, ich komme selber schon durcheinander hier. Diese ganzen Ebenen machen einen verrückt, Alter. Komm doch mal klar auf einer Ebene, die komplett anders aussieht und dann neunmal. Was war nochmal auf Etage 1? Was war nochmal auf Etage 5? Oder war das doch 4? Ach nee, 9. So, weißt du, was ich meine? Das ist immer so ein bisschen hirnrissig. Und manchmal genauso wie hier. Warum ist da jetzt eine... Ah, okay, da ist die Leiter, die geht dann runter. Aber wie komme ich jetzt auf 6? Wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Wie komme ich jetzt auf 6 hoch? Keine Ahnung. Genau, wir müssen hier lang. Nee, hier waren die ganzen toten Menschen. Mal hier, durch die Biohazard-Tür.
dann die Treppe runter. Ich schätze mal, dass da die Tür sein wird mit der Karte. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch komplett woanders sein. Genau, hier liegt noch Munition rum. Sehr schön. Wow! Er schießt nach unten und trifft trotzdem. Was ist das? Ach so, Schrotflintenmunition. Nimm es. Nimm es. Aha, siehst du wohl. Also das nervt mich manchmal mit diesem Charakterwechsel. Ich weiß ja nicht. Finde ich nicht so prickelnd. Auch, dass wir keine Kisten mehr haben. Ich glaube, mit Resident Evil Zero wollten sie mal was Neues probieren, aber ich finde, meiner Meinung nach, ist das nicht so geil. Magnum-Munition, und ich habe sie nicht hier. Das ist doch schon wieder ein Zeichen, ey. I'll go. Yeah. Let's go. Okay. Das ist doch schon wieder ein Zeichen. Das ist doch 100 pro ein Bossraum oder irgend so eine Kacke. Oh nein. Da liegen die ganzen schönen Dinge im Fahrstuhl. Oh fuck. Ich hab ein bisschen Schiss, wenn ich da jetzt reingehe, ne? Na egal, wir machen's einfach. Wir machen's einfach. Wir spielen jetzt knapp 22 Minuten, glaube ich. Wenn jetzt was passiert, muss ich halt alles nochmal nachspielen. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker? Birkin? However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Thank you.
Scheiße, das ist voll eklig. Toll, wir sind beide auf Warnung, Alter. Ah, Scheiße, ey. Ach komm. Ja, wir werden sterben. Ich konnte nichts machen. Es ist auch schon wieder... Oh nein, ey. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest. Jetzt muss ich extra den ganzen Rotz nochmal machen und dann gucken, dass ich die scheiß Magnum mitnehme. Und oh nee, ey. Oh, f***. Ehrlich. Oh, boah. Na egal, wir sehen uns gleich. So, eine halbe Ewigkeit später befinden wir uns nun endlich wieder, vor dem Bosskampf, könnte man sagen. Ich bin jetzt mit Rebecca und Billy so krank ausgerüstet, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich sonst noch machen kann. Wir haben eine Magnum mit 24 Schuss hier am Start, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Und natürlich Granatenwerfer-Munition ohne Ende. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich habe aber vorher gespeichert, weil ich all das nicht nochmal machen möchte. So, jetzt sind wir hier unterwegs. Das Video brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anschauen. Wir starten gleich direkt in den Kampf. Ich versuche auch mal so ein bisschen mehr um den Gegner herumzukommen. Nicht, dass der uns die ganze Zeit am Schlagen ist wie so ein Irrer. So. Verrecke in der Hölle! Billy! Billy. Es ist tot! Lebt's noch? Er lebt ja immer noch. Oder kann man hier vielleicht irgendwas mitmachen? Oh, da liegt noch Munition! Geil. Dafür ist die Magnum gut, ich sag's euch. Oh, verreck doch. Oh, okay. Was haben wir hier gefunden? Dieses Objekt kann ich nicht tragen. Ich bin erstmal froh, dass wir es überhaupt geschafft haben, Alter. Boah, wie viele Magnum-Schüsse der gefressen hat. Das ist ja unnormal. Unnor-fucking-mal. Was ist das hier? Da liegt was. Und was ist das hier? Sind das zwei Schlüssel? Sind zwei Schlüssel? Come on! Oh, wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Jetzt kann ich ja wieder zurückrennen und den ganzen Scheiß ablegen, ey. Oh nein. Warte mal, wo kommen wir denn? Ach so, das sind zwei Schlüssel, die führen dann zum Ende hin, oder was? Ah, okay. Ja, dann ist das wahrscheinlich der Endbosskampf hier jetzt gleich, wa? Alter, crazy shit. Aber okay, bevor wir das tun, ich denke mal, das wird dann das Ende sein, gehen wir jetzt nochmal zurück und werden alle möglichen Items ablegen, speichern. Ja, und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon spielen, weil ich habe eine halbe Ewigkeit gebraucht, um das alles nochmal neu zu spielen. Dann bin ich zwischendurch nochmal gestorben beim Tyrant. Musste dann nochmal alles machen, habe nochmal gespeichert, bin ich weitergegangen, dann bin ich mit Rebecca nochmal gestorben. Dann musste ich wieder neu laden. Dann habe ich noch alle Items hier hingescheffelt und so. Boah, das nimmt so viel Zeit weg, ne? Austauschen. So. Wir werden Heilung brauchen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt viel Munition brauchen am Ende für den Endgegner. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwas zum Heilen. Warte mal, hier liegt doch was. So, beide sind gesund, das ist schon mal sehr schön. Ja, Ink Ribbons, Magnum, Pistole. Soll ich noch Pistolenmunition mitnehmen? Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es wirklich nicht. Wir probieren das einfach. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber wir können es einfach nur probieren. So, von daher speichern wir jetzt an dieser Stelle und sind gespannt, ob dann die nächste Folge schon die letzte Folge ist. Und ja, sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen da oder schreibt in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen, den Kanal zu supporten und meinen Bart etwas bärtiger werden lassen. Und dann geht's hier tatsächlich weiter Richtung Ende mit Cowgirl, Chambers und Bad Boy, Billy Boy. Von daher macht's gut, bis zum nächsten Mal und Peace.